Guten Guten Abend, Abend, ihr ihr Lieben. Lieben. Ja, im sind noch ein paar der Zuhörer bei. Ach, Hä? das geht gleich weg. Hoffentlich. So, also jetzt folgendes. Meine erste Frage ist, wir haben ja ein Überstürzen von Ereignissen. Also, du machst doch Best of Rüdiger Hoffmann, ne? Du. Christoph, ne? Ja, mag ich gerne, aber worauf wolltest du jetzt hinaus? Da wurde mir von verschiedenen Leuten mitgeteilt, dass da nichts mehr aktualisiert ist. Darauf wollte ich nur hinaus. Reine Orga-Frage. Also nein, softwaretechnisch mache ich das nicht. Da bin ich mir nicht. Also da war nichts aktualisiert an Beiträgen. Das war die Frage. Nein, da ist in letzter Zeit nichts hinzugekommen, auch nichts mehr reingekommen. Das stimmt. Ja, gut, in Ordnung. War ganz gut gewesen, die Arbeit. War sinnvoll, meinte ich. Ne? War sinnvoll, verstehst du? Es ist immer ganz gut, wenn Leute heutzutage noch was machen. Die wenigsten machen nichts mehr. Die wenigsten machen noch was, sagen wir es so. Ne? Das ist so. Die meisten klagen, jammern den ganzen Tag, sind damit beschäftigt, wie schlimm die Welt ist, posten sich gegenseitig die Beiträge zu, wie schlimm es ist und was weiß ich habe mir heute zum Beispiel verbeten über Blackout oder ähnliches, will ich nichts wissen, interessiert mich nicht. Ja, du bist, wir müssen uns irgendwo treffen, irgendwo, wenn was Notfall ist. Ich habe keinen Notfall, lass mich in Ruhe, sage ich. Alles in Ordnung. Ich habe Weihnachten, jetzt interessiert mich alles nicht. Das gibt's, in meiner Welt gibt es das alles nicht. Keine Blackouts, keine Notfälle, gar nichts. In meiner Welt existiert das nicht. Ja? Und deswegen will ich davon auch nichts wissen, sondern ich will nur wissen, wer arbeitet mit an der Befreiung. Das ist das, was für mich zählt. Alles Weitere ist mir völlig egal. So, das heißt, ob da in China ein Reissack umgefallen ist, völlig belanglos. Ob die USA jetzt mit Panzern irgendwo aufmarschieren, das ist nicht belanglos. Aber auch das würde unsere Lage nicht unbedingt verändern. Ja, und wenn jetzt Russland sagt, Schweden und Finnland, war das Schweden oder Norwegen? Ich glaube, Schweden und Finnland sollen nicht in die NATO, dann ist das ganz interessant für uns, ändert aber auch nicht unsere Lage. So, und selbst die Situation, dass sie sich untereinander streiten jetzt, die wollen eigentlich nur immer wieder eins, dass die alte Welt, die sie aufgebaut haben, weiter funktioniert. Diese alte Welt soll weiter funktionieren. Ja, wen habe ich denn da noch als zur Begrüßung? Wer ist dort hinzugeschaltet? Hier ist Frank. Ich grüße euch alle und wünsche euch allen einen gesegneten zweiten schönen Weihnachtsfeiertag. Ja, das wünsche ich auch. Vielen, vielen Dank. Danke. Na, super. Also, ich sag mal, da ändert sich ja überall gar nichts, ne? Durch das Gejammer, Geklage, durch die Negativbotschaften und so weiter. Wir beobachten das auch. Es ist ein Überstürzen der Ereignisse. Ein Ereignis jagt das nächste. Ich könnte jeden Tag 10 Filme drehen. Ich weiß gar nicht, wie man das schaffen sollte. Ist ja gar nicht mehr möglich, ja? Das ist so eine Flut an Informationen, an Nachrichten. Da muss man schon aussieben und selbst das Ausgesiebte ist schon zu viel. Also das muss ich wirklich sagen. Selbst das, was ihr sagt, ist es im internationalen Rahmen interessant, könnte man bringen, schafft man fast nicht mehr. Na, da kommt man nicht hinterher. Und ich habe eins erkannt, dass man nicht wie den Knochen hinterherjagen darf. Also das ist zwar ganz nett, wenn man die Dinge kommentiert. Was da jetzt ist, dass Russland zum Beispiel jetzt Facebook sich vornimmt oder Google, es nützt uns nichts. Wir werden zensiert, wir werden drangsaliert. Es nützt uns überhaupt nichts, ob Russland das jetzt macht oder nicht. Das ändert unsere Lage erstmal überhaupt nicht. Ja, wir haben nichts davon, nichts. Ja, also YouTube, die machen mit uns weiter, was sie wollen. Wir sind für sie der letzte Dreck. Die gehen mit uns um wie Schmutz am Schuh. Wer ist das nicht? Und das ist das, was mich innerlich natürlich auf den Plan ruft. Und ich habe bemerkt, also, dass diese ganzen Angstpropagandasachen, rate ich jeden ab, schaltet es einfach ab. Diese ganzen Angstzyklen einfach ausschalten, na, ausmachen. Einfach nur ausmachen. Ja, Blackout aus, das aus, Katastrophenmeldung aus, schaltet es doch endlich mal aus. Dann kommt ihr mal auch wieder zum ruhig Atmen. Das heißt, dass man mal wieder sich ein bisschen entspannt, dass man mal in den Wald geht oder dass man irgendwelche anderen Gedanken hat, als immer ständig diesen blöden, auf Deutsch gesagt, SCH-Punkt. Ja, es bringt uns nicht weiter. Die Prepper-Bunker sind voll, die Leute haben sich alles gehortet und wenn sie später auf den Flucht müssen, haben sie schöne gehortete Bestände hinterlassen für die Nachfolgenden. Also es ist alles nur absurder Müll. So, das heißt,
Wir können nichts dagegen ändern, wenn sie jetzt die Kohlekraftwerke ausschalten und die AKWs abschalten. Und wenn dann die den Strom abschalten, können wir es auch nicht ändern. Was sollen wir denn machen? Ja, dann sitzen wir da und dann sagen sie, besorgt den Kindern warme Decken. Wie bescheuert ist denn das? Jetzt mal ganz ehrlich, wie bescheuert ist so ein Denken? Wir haben auf der einen Seite Tyrannen, die sind sowas von schlimm. Das gibt kein Wort mehr dazu. Und ich meine, kann sich mal jeder in dieser gesamten Telegram, YouTube und sonst was Gemeinde, Internetgemeinde, mal den Film Robin Hood angucken? Einfach mal so. Oh Gott. Ich hoffe, dass das irgendwann mal im Kopf Klick macht. Irgendwann mal so kling. Robin Hood hat, glaube ich, sich auch keine Vorräte angelegt. Der war ziemlich in Bewegung, habe ich gehört. Leute, ich weiß, den Leuten haben sie so das Gehirn gewaschen. Ich habe heute eine Botschaft bekommen über Telegram, da musste ich auch nur noch wieder reagieren. Jetzt holen sie den Schiffkommander wieder raus. Posten Gerhard Jansen ist wieder aktiv. Es ist schlimm. Die fangen wieder damit an. Können die den amerikanischen Stiefel bitte hochkant im ganzen Stück alle runterschlucken, damit ich meine Ruhe habe? Wie bekloppt muss man sein, dass man glaubt, dass die Amerikaner, die diese BRD installiert haben, die US-Amerikaner, die Administration uns befreit? Wie bescheuert muss man sein? Also wie bekloppt muss man in der Birne eigentlich sein? Das kann doch nicht wahr sein. Die Amerikaner, die USA, haben die Bundesrepublik Deutschland hier eingerichtet auf deutschem Boden. Sie ist Amerika. Die Bundesrepublik Deutschland ist der Ausführungsorgan für die USA, für Großbritannien, für die City of London, für Frankreich, für die Westalliierten. Sie führt jeden Befehl, sprich die Vertreter, aus. Punkt. Und schief. Gibt es nur einen Artikel, der überhaupt noch da ist und in Kraft gesetzt ist, neben anderen Artikeln, die sie in der NATO-Verträgen verbergen? Sie haben die Bundesrepublik Deutschland legitimiert. Sie ist legitimiert von ihnen. Jeder Richter ist legitimiert von der USA. Jeder Staatsanwalt, jeder Verwaltungsfachangestellte ist hier legitimiert durch die USA und arbeitet für die USA auf deutschem Boden. Es wimmelt hier von ausländischen Agenten. Das bedeutet, wir können davon dass die Verwaltung, Lautsprecher bitte aus, irgendwo ist ein Lautsprecher gegen. Wir können davon ausgehen, dass die Verwaltung der Bundesrepublik Deutschland besteht vielleicht zu 99% aus US-Agenten, die im Auftrag für die USA unterwegs sind. Nicht die für den CIA arbeiten, nein. Die arbeiten auch nicht alle für den Bundesnachrichtendienst oder für den Verfassungsschutz. Das ist totaler Unsinn. Sondern diese bundesrepublikanische Verwaltung arbeitet im Auftrag der Angloamerikaner gegen das deutsche Volk oder gegen die deutschen Stämme. Da arbeiten sie gegen. Sie haben nur eins zu tun, dass wir ausgenockt sind, dass wir runtergefahren sind und dass wir wegkommen. Das ist alles. Wir sollen nur weg. Wir sind störend momentan. Das muss alles weg. Fertig. Und das ist alles, was in der USA, was hier in der Bundesrepublik Deutschland passiert. So, jetzt denken die, dass amerikanische Besatzungstruppen uns befreien. Mit der Meer laufen sie rum. Dann sagen sie, dass diese Regenbogen mit dem Flammenschwert das Schiffssymbol ist, was auch totaler Unsinn ist, weil dieses Symbol ist das Symbol der US-amerikanischen Streitkräfte in Europa, der EUCOM. Das ist das Symbol, was die amerikanischen Streitkräfte führen. Sie haben es nur verwendet für Schiff. Also, wir haben eine Seite, ist die USA, hat die USA die BRD installiert, zum Beispiel die Angloamerikaner. Auf der anderen Seite führen sie das Logo ihrer Streitkräfte, das sind Wappen, das Symbol. So, und die nächste Nummer ist, über Entnazifizierung redet keiner dieser verballhornten Leute. Keiner redet darüber, über Entnazifizierung. Denn das ist schief. Schief ist Entnazifizierung, was für uns interessant ist. Redet aber keiner darüber, außer wir natürlich. Der Rest schweigt. Die schweigen alle, weil sie alle die deutsche Staatsangehörigkeit, den braunen Stiefel von Adolf Hitler lecken, jeden Tag. Und dann holen sie sich jeden Tag einen runter an diesen Stiefel. So sieht es aus in Deutschland. So, und wenn ich was sage, dann heißt es der Rüdiger und dann heißt es der Spalter, dies, das, jenes. Die wollen das alle gar nicht wissen. Warum? Weil sie überhaupt das nicht ändern wollen, weil sie diese Bundesrepublik Deutschland behalten wollen. Der größte Teil will die BRD weiter behalten.
Warum? Weil sie hier gefüttert werden, weil sie hier gekleidet werden, weil hier der Strom läuft. Ihr seht ja bei mir ist auch das Licht an, ist alles klar. Ja, weil sie hier versorgt und gehätschelt und getätschelt werden. So, und alles Weitere. Was Einzige, was die meisten nicht wollen, ist noch nicht die Spritzerinnen bekommen. Doch, die kriegen sie aber rein, weil das zum Programm gehört. Deswegen gibt es die Spritze. Und das heißt auch nicht Impfpflicht, sondern Impfzwang. Ja, nämlich Impfpflicht ist gleich Zwang. Impfzwang, ja, ist gleich Zwang. Das steht nebeneinander direkt miteinander verzahnt. Denn wenn die Pflicht nicht eingehalten wird, ist die Pflicht nicht idiotisch, wenn sie nicht durchgesetzt wird. Du musst eine Pflicht durchsetzen. Also ist es verzahnt als Impfzwang. Also auch der gleich Impfzwang. So, damit ist das Thema vom Tisch. Das heißt, es gibt überhaupt keinen Ausweg für keinen. Es gibt überhaupt keine Möglichkeit, das hier in der Bundesrepublik Deutschland bis jetzt, so wie das hier läuft, zu ändern. So läuft das nicht. Demonstration, alles wunderbar. Alles schön. Bürgerproteste, auch toll. Ja, auf die Straße gehen, Abendspaziergänge, warum nicht? Man trifft sie, man spricht sie. Aber wenn man die ganze Zeit schweigend um den Block rennt, dann wird es auch nichts. Das heißt, die Menschen sollten ihre Abendspaziergänge dafür nutzen, nicht wieder irgendwelche Idole anzuhängen, sondern sich darüber zu vernetzen, sich untereinander bekannt zu machen und vor allen Dingen zu überlegen, wie kommen wir aus den Schlamassel raus. Das ist das Allerwichtigste. Ja, so demonstrieren, jeden Tag Aktionen zu machen und, das bringt überhaupt nichts, ihr Lieben. Gar nichts. Und das verstehen die wenigsten. Die wollen, machen alle zu. Wenn man da hingeht und sagt, pass mal auf, du, wir müssen hier dringend raus. Geht überhaupt nicht mehr. Und wir müssen bestimmte Gesetze einhalten, um hier rauszukommen. Es ist die Rechtsordnung, die wir hier haben. Und ich habe mir gestern mal was angeschaut. Bismarck 1 und 2. Bismarck 1 und 2 aus den 30er Jahren natürlich. Kein BRD-Film. Damit ich am Tag nicht mich wieder aufregen muss, sondern ich mit vernünftigen Filmen angucken. So, das heißt, die alten Deutschen gucke ich mir an. Ich gucke mir immer die alten Deutschen an, weil mir das viel lieber ist, als die heutigen mir anzugucken, weil ich will nicht jeden Tag mich irgendwo erregen, dass da wieder die Stimme im Eimer ist oder was weiß ich. Das bringt alles nichts. So, ich brauche die alten Geister, die alten. So, und die alten Traditionen, die sind wichtig, damit ich weiß, wo lang geht. Das heißt, bei dieser Nummer wurde klar, wie die gearbeitet haben. In dem Film Bismarck, die Entlassung, wurde die Raute oft gezeigt. Die Raute. Und wir werden jetzt eine Arbeit erledigen, und zwar die Chronologie der Raute. Das ist das Nächste, was wir tun. Und die wird veröffentlicht. Dass die Raute nämlich ein satanisch-okkultes Geheimzeichensymbol ist, der sogenannten Hintergrundkräfte. Manche sagen Illuminaten, die nächsten sagen, könnte es Theodor Herzl sein Zion-Kongress gewesen sein. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall ein Geheimsymbol. So, und dieses Geheimsymbol werden wir offenbaren. Das offenbaren wir, und zwar in Chronologie, damit jeder sieht, damals in Schwarz-Weiß gab es die Raute, der Hitler hat damit angefangen. Und dann haben in der Zeit auch welche die Raute begonnen zu zeigen, und zwar in bestimmten Positionen. Und dann bis zum heutigen Tag. So, damit man Bescheid weiß, was gelaufen ist. Fakt ist eins, alles das ist ganz schön, wenn man das alles erarbeitet. Aber es bringt überhaupt nichts. Wir müssen raus, wir müssen eine Lösung haben. Wir müssen hier eine Lösung, die tragfähig ist, haben. Und das Problem dabei ist immer wieder dasselbe Theater. Die Menschen nehmen keine Wissen auf. Sie sind den ganzen Tag mit sich beschäftigt. Die Anwälte sind mit ihren Fummel beschäftigt. Die sind mit ihren Kram beschäftigt. Und alle sind sie im Bauch der Titanic und saufen ab. Sie saufen in den Fahnen. Und deswegen muss das unbedingt geklärt werden. Das ist ganz, ganz wichtig, dass die Nummer so läuft, dass wir haben eine Lösung. Und die Lösung ist da. Die Lösung ist zu 1000% da. Es ist einmal die deutsche Frage, die offen ist, die gelöst werden muss. Wer ist hinter dem verdeckten Kamera-Symbol? Stell dich mal vor, ganz kurz. Ich, Albert Schmidt. Kennst du mich? Ach so, Albert. Ja, hallo, ja. Ich kenne dich. Ja, schönen guten Tag. Danke, Albert. So, ich wollte sagen, was sehr wichtig ist, wir haben also jetzt die Ereignisse, die sich jetzt alle hochfahren über Russland. Es droht Krieg, es liegt Krieg in der Luft.
Die NATO kann nicht ihre Osterweiterung aufgeben. Warum kann sie ihre Osterweiterung nicht aufgeben? Dann kann sie sich auch gleich auflösen. Die NATO hat ja den Auftrag, die gesamte Menschheit zu kontrollieren, zu unterdrücken und dafür Sorge zu tragen, dass keiner ausschert aus dem Programm, aus dem faschistischen New World Order Programm. Das ist Job der NATO, das ist also die Arbeit der NATO und zusammen mit der USA, der Vereinten Nationen, wie heißt denn die scheiß USA, die United States of America, wie heißen dieser Mist da jetzt, diese USA, die Vereinigten Staaten von Amerika. So, die passen auf und das sind aber nur Beißhunde. Und diese Beißhunde, diese Hunde, da muss man den Hundeführer wieder sehen. Und der sitzt in London und der sitzt in Washington D.C. Und da darf man den Namen Rothschild nicht sagen, weil dann ist es wieder antisemitisch. Interessant, ne? Macht aber nichts, wen interessiert das eigentlich? Ja, das heißt, es ist immer dasselbe. Der Name Rothschild darf nie erwähnt werden. Nie. Deswegen erwähne ich ihn, weil mir das Spaß macht. Ich mache das einfach Spaß. Ja, ist Kunst für mich. Rothschild ist Kunst. Kann das Kunst? Ist das Kunst oder kann das weg? So, das heißt, mit anderen Worten, wir müssen diese Dinge sehen. Ja, und dahinter wieder London. So, und jetzt die Situation. Diese Kriegsgefahr nimmt stetig zu. Sie werden die Deutschen wieder benutzen als die Affen, die sie nach Stalingrad jagen. Kann ich mir vorstellen. Die doofen Deutschen, die sogenannten Deutschen, das sind ja gar keine mehr, die lassen sie los. Dann heißt es wieder, die Deutschen sind schuld. Das hat mir jemand mal gesagt. Ich fand das sehr interessant, dass derjenige das gesagt hat. Uns nützt es aber auch nichts. Wir sitzen mitten da drinnen und kommen da nicht raus, was wir machen. Wir können strampeln und machen, so viel wir wollen. Wir haben jetzt die Lage, dass unsere Personen verwaltet werden von der Bundesrepublik Deutschland beim Bundesverwaltungsamt und zum Beispiel in ihren Einwohnermeldeämtern. Da ist die Person Rüdiger Hoffmann drin, da ist die Person von euch drin und wir kommen da nicht raus. Wir haben uns da fest im Griff, im Würgegriff und gucken ganz langsam zu, wie unsere Augäpfel rauskommen. Das ist interessant. Und genau das interessiert mich. Mich interessiert nur, wie kriegen wir die Person aus diesem BVA rausgelöst? Die muss da raus. Ist die da drinne, sind wir im Sack. Können die mit uns tun und lassen, was sie wollen? Kommen mit der Spritze an, rammeln dir die Oberarme, schmeißen dich in den Knast, die machen, was sie wollen mit dir. Das ist ja scheiße, du bist der Müll. Für die sind wir doch, aus meiner Sicht, das ist meine Meinung, sind wir Müll. Wir sind Müll, lästiges Zeug. Wie eine Schabe, die haut man weg. Ist egal, braucht man nicht, eine Mücke, weg. So, so sehe ich das. So fühle ich mich auf jeden Fall behandelt. Also absolut. Nicht ernst genommen, so wie, scheißegal, lass ihn reden, lalalala. Ne? So fühlen wir uns vielleicht alle. Und deswegen müssen wir erkennen, dass wir alles tun müssen, da rauszukommen. Alles. Wir müssen nur den Gedanken manifestieren, dass wir aus dieser Nummer kommen. Und zwar bitte keine Peter Fitzek-Nummer. Bitte nicht, ja? Auch kein deutsches Reich gründen mit einer Reichsregierung. Bitte, bitte alles nicht. Das hat nichts damit zu tun. Gar nichts. Sondern es gibt einzig und allein nur die Möglichkeit, dass man ganz sachlich sagt, Deutschland ist besetzt. Seit 1945, am 23. Mai 1945, wurde Deutschland handlungsunfähig mit der Verhaftung der letzten Reichsregierung Dönitz. Seitdem ist der Laden handlungsunfähig. Dann kamen die Amerikaner und die Briten und die Franzacken hier in Westdeutschland, die aus ihrer Triebzone eine Bundesrepublik Deutschland im Auftrag gegeben. Die haben wiederum ein Grundgesetz im Auftrag gegeben und da wurde die schöne BRD gegründet. Die Russen haben das in Mitteldeutschland veranstaltet. Den Rest des schönen Kuchens haben sich dann aufgeteilt an Polen. Und Russland hat sich auch noch ein Stück gegriffen. Die Tschechen haben sich einen Teil genommen. Die Franzosen und die Dänen, glaube ich, haben auch noch ein Stück abgeschnitten. Und wer weiß, wer noch? Ich weiß es schon gar nicht. Der Kuchen wurde aufgeteilt und das war's. Und wir sind im Sack. So, das hat sich auch nicht geändert. Sondern man hat nur zwei Blöcke zusammengeschweißt, hat gesagt, jetzt haben wir eine gesamte Bundesrepublik und hat in Täuschung im Rechtsverkehr die DDR aufgelöst. So wie die UdSSR. Es wurde einfach aufgelöst, obwohl es verfassungswidrig war, wurde es aufgelöst. Das deutsche Volk wurde nicht gefragt. Es gab keine Referenden dazu. Es wurde auch kein Referendum gefragt, ob das Grundgesetz, ob wir das Grundgesetz als Erfassung akzeptieren. Es wurden wir nicht gefragt. Es gab keine Aufklärung, keine Referenten, gar nichts. Es wurde alles privatisiert. Es sind die multinationalen Konzerne gekommen. Die haben alles eingesackt an Volksvermögen. Es war denen noch scheißegal. Und das Staatsfragment, was sich Bundesrepublik Deutschland nannte, das ist ein Staatsfragment, das wurde komplett privatisiert zu Unternehmen.
Und dann haben sie das doch wieder weiterverkauft und gehandelt und gewandelt. So, und jetzt muss man sich vorstellen, immer noch ist dasselbe Zustand wie 1949. Nur privatisiert. Mehr nicht. Es ist alles das besetzte, zerteilte, verstümmelte, vergewaltigte deutsche Volk. Ich würde mal sagen, es ist so, Deutschland, wie auch immer das man sehen sollte, total zertrümmert, befreit von seiner Kultur, von seiner Tradition, seine Sprache, seine Religion, komplett befreit, aber nur nicht vom Nationalsozialismus. Den hat man gestehen gelassen. Man hat die Hakenkreuze weggenommen, die Organisation verboten, die NS-Organisation, das hat man getan. Und dann haben sie gesagt, jetzt seid ihr entnazifiziert. So, und in Wahrheit haben sie die Entnazifizierung nicht durchgeführt und sie für beendet erklärt. Sie haben sie gestoppt und für beendet erklärt, obwohl sie nie begonnen worden ist. Realistisch. So haben die Leute über die Person, die Menschen, die hier wohnen, die deutsche Staatsangehörigkeit von Hitler immer noch in der Tasche. Wurden mittlerweile von Schröder in der 1999 haben sie begonnen einzurichten durch Reform des Staatsangehörigkeitsrechts, staatenlos gemacht, staatlos. Das heißt, die deutsche Staatsangehörigkeit wurde die unmittelbare Reichsangehörigkeit gelöscht und damit ist die deutsche Staatsangehörigkeit weggebrochen. Na und ist doch scheißegal. So, und dann hat man sie gelassen. Das war unter der Regierung Schröder gelaufen, Gazprom. So, und seitdem sind wir noch mehr im Eimer. Wir sind komplett entrechtet und entmachtet über die Person. Die sehen uns nicht als Menschen, die sehen uns als Biomasse, so wie Genmais. Die kann man abernten, in die Schredder schmeißen, weiß nicht, egal was man will, an die Schweine verfüttern. So komme ich mir vor. Ich bin richtig wütend. Es ist so und so komme ich mir wirklich vor. Das ist so. Das ist meine Meinung und ich habe da keine Lust mehr dazu, dass ich das so sage, weil es mir klar ist. Und es ist jetzt, ich beweise es auch, dass es alles so ist. Kein Problem. Und jetzt müssen wir eins verkennen, dass wir alles tun müssen, wenn wir überleben wollen und kein wie Mais behandelt werden wollen. Wie Mais. Ne? Das heißt, da hat doch der Denzel, weil die, kann man der Krawall da im Hintergrund bitte beendet werden? Mikrofon auf. Mikrofon bitte aus. So, das heißt, da im Hintergrund, kann man mit ihm mal stumm halten, bitte? Da ist jemand am Räumen. Bitte mal stumm schalten. So, wunderbar, danke. Es ist wirklich wichtig, dass wir erkennen müssen, wenn wir hier raus wollen, dann haben wir nur eine Chance. Und das müssen wir feststellen. Wir, die deutschen, urdeutschen Stammesangehörigen, die sogenannten Indigenen, so werden sie im Gesetz genannt. Ich benutze das Wort, weil es im Gesetz sind. Oder die Eingeborenen sind eine Minderheit auf deutschem Boden. Wir sind eine verschwindend geringe Minderheit. Wenn wir alle die Prämissen zusammennehmen, und zwar die Prämisse der Kultur, also der kulturellen Identität, der sprachlichen Identität, der traditionellen Identität, der religiösen Identität und der ethnischen Identität. Ich rede von dem, was im Gesetze steht. Das rede ich. Und da gibt es keine mehr. Die sind so gut wie weg. Und dann natürlich das Wichtigste, die über die Erbinformationen, Zeichen der Erbinformationen verfügen. Man nennt es den genetischen Code. So, die sind weg. Die sind weg. Die Männer sind alle tot. Die sind gefallen in zwei Kriegen. Erster Weltkrieg. Es begann im 30-jährigen Krieg. In Ordnung. Wir haben die Bauernkriege, 30-jährige Krieg. Ich nenne nur kataklystische Prozesse. Befreiungskriege, was da alles zwischen lag. Und dann der Erste Weltkrieg und der Zweite Weltkrieg. Da blieb kein Mann mehr da. Die waren alle tot. Die wurden ersetzt von Franzosen, von Spaniern, von Italienern, von Türken, von Portugiesen, von Gast. Alle möglichen haben diese Männer hier ersetzt. So, und jetzt müsst ihr euch vorstellen, was hier noch übrig ist. Ist so gut wie nichts mehr übrig. Ich übertreibe nur ein bisschen, ein Quäntchen übertreibe ich. So, und die Weiber wurden alle mehr oder weniger Großteil vergewaltigt. Ich habe so viele Alte gesprochen, alle vergewaltigt worden. Es muss jetzt endlich bewusst werden, was hier los ist. Und deswegen gibt es nur eine einzige Möglichkeit. Noch vorab, der Russe hilft nicht. Absolut nicht. Absolut nicht. Keine Hilfe für die Entnazifizierung. Still ruht der See. Der Totensee. Still. Die sind mit ihren Interessen beschäftigt, was ich verstehen kann. Aber sie helfen nicht.
Sie helfen nicht. Sie könnten alles hochfahren über die Medien. Sie könnten volles Rohr feuern auf die deutsche Frage. Haben Sie teilweise schon mal begonnen, so ein bisschen zacker? Dann sind Sie wieder eingestellt. Nichts ist los. Weil Sie sich immer noch erhoffen von den Briten, von den Franzosen, von den Amerikanern, von den Rothschilds auf Händen getragen zu werden, dass ihre Geschäftchen wieder laufen, dass ihre Interessen wieder laufen. Ich kann den Russen versichern, das Einzige, was läuft, ist der Dolchstoß in euren Rücken. Mehr läuft nicht von diesen Leuten. Das unterschreibe ich euch. Für alle Ewigkeit. Schönen Tag noch in der Beziehung. Wenn man das nicht begreift, wenn man den Deutschen nicht hilft, wie bescheuert muss das sein? Also, die Russen helfen nicht. Bis jetzt, zum jetzigen Zeitpunkt. Definitiv nichts. Null. Zweite Nummer. Sie hätten schon lange was unternehmen können. Sie hätten auch Klage einreichen können an den Strafgerichtshof und sonst was alles mal. Es geht um die Erfüllung Potsdamer Abkommen. Es geht um die Erfüllung der Entnazifizierung. Läuft nicht. So. Zweitens. Der Amerikaner hilft der? Oh Gott. Das ist doch voll absurd. Wer hilft denn? Gar keiner. Der Papst? Die Queen? Nur wir uns selber können wir helfen. Genau das ist es. Das ist es, was jetzt klar werden muss. Uns hilft auch kein Querdenken und kein irgendwas und keine AfD oder keine Linke, sondern das ganz neutral. Uns hilft niemand. Nur auf Gottes Seite, auf Gott vertrauen können wir bauen und wir müssen erkennen, dass es eine Möglichkeit gibt, dass wir rauskommen. Deswegen habe ich das ja alles gesagt. Und zwar ist die Aktion Minderheitenschutz. Aber jetzt geht's wieder los. Jetzt geht es wieder los. Jetzt soll ich, der Rüdiger, wird dann gesagt, ja, Rüdiger, du bist ja verbrannt, du kannst ja gar nicht, was sagt er, die haben ja gesagt, das ist dein Name, du kannst ja gar nicht da irgendwie was sagen und man nimmt dich ja nicht ernst oder das geht ja alles gar nicht. Das wurde mir gesagt, ja, dann geht doch unter, dann sterbt doch alles, mir doch scheißegal. Entweder ihr begreift es endlich, dass ihr den Rüdiger ernst nehmt, dass ihr ihn akzeptiert oder geht zum Teufel. Ganz einfach. Und da seid ihr schon. Also, zusammenreißen, beenden das Theater Angst, Reichsbürger, Müll, weg, rauslöschen aus dem Kopf, Propagandaängste, Spalter, Spaltung, sie machen immer diese anderen, die den ganzen Tag uns die Leute wegspalten, nämlich von der Lösung, dass die immer nur wieder abgespalten werden, immer nur wieder zerstreut werden. Das haben wir zum tausendsten Mal schon durch, im Verein haben wir es erlebt, wir haben es überall erlebt, da kann ich Bücher drüber schreiben, über Spalter, von morgens bis abends. Das heißt, das bedeutet, es gibt die Möglichkeit, über den Bereich der Minderheitenschutz rauszukommen. Dazu benötigen wir Anwälte. Wir brauchen keine Anwälte, die nicht bereit sind, in die Bücher zu gucken. Brauchen wir nicht. Wir brauchen Anwälte, die bereit sind, in Bücher zu gucken, die bereit sind, Gesetzesgrundlagen sich sofort ranzuziehen, die bereit sind, vernetzt zu denken. Diese Leute brauchen wir. Bitte schön, die werden wir ranholen. Wer ist bereit? Wir brauchen keine Anwälte, die mit einem Pappplakat draußen bei Montagsspaziergängen rumlaufen. Die haben ihren Job verfehlt. Wir brauchen Anwälte, die Anwälte sind, die sich genau auskennen, die wissen, wie man vor Gericht auftritt. Die wissen nicht, ein Anwalt, ein guter Anwalt demonstriert nicht. Ein guter Anwalt ist gut vor Gericht. Der gewinnt Prozesse. Das ist ein guter Anwalt. Wir brauchen gute Anwälte. Gute. Ja, richtig. So, das ist es. Na, ein guter Polizist hält auch die Klappe im Dienst und passt auf und ist bereit, wenn der Zeitpunkt naht, sich vielleicht einer Minderheit mal anzuschließen, wenn es soweit ist und die Minderheit da ist und sagt, wir brauchen Polizei, kannst du auch rüberkommen, dann kannst du bei uns dich verdingen, nicht mal bei der anderen Seite. Aber ein guter Polizist würde nie den Held spielen und seinen Job verlieren. Das sind die Polizisten in dem Moment, die nämlich rausgenommen werden, dann sind sie neutralisiert und was können sie erreichen? Nichts. Wir brauchen gute Leute. Die brauchen wir. Leute, die vernetzt denken können, die besser über den Tellerrand hinaus denken können, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. Keine Schisser, keine Leute, die antideutsch sind, die gegen die deutsche Kultur, gegen die deutsche Tradition, gegen unsere Sprache sind, die gegen unsere religiöse, gegen Gott sind, also Atheisten sind, weil dann Atheisten sind, Satanisten. Entweder für Gott oder gegen Gott. Dazwischen ist nichts. Dazwischen ist nichts, Leute. Entweder für den Great Reset oder für unser Alternativprogramm. Wieder den Flyer mal reinzeigen. Ganz einfach ist das. Ja, Jesus Christus hat gesprochen, soll er gesprochen haben. Wer nicht für mich ist, ist gegen mich. Ganz eindeutig, ist normal. Es gibt nicht neutral.
Selbst die Schweiz ist nicht neutral. Die Schweiz macht ist nur der Geldsammelpunkt und Verteil- und Organisationszentrum der Bits von Rothschild. Ich sage Rothschild immer nur als Pseudonym. Die Antisemiten brauchen nicht gleich wieder sich hyperventilieren. Ganz ruhig bleiben. Na? Schön trinken, ruhig atmen. So, ich wollte damit sagen, das ist hier kein Kindergeburtstag. Wir müssen uns jetzt darauf volles Rohr konzentrieren. Wir müssen uns aber auch gleichzeitig darauf konzentrieren, dass wir in der Lage sind, unser Thema zu verbreiten. Wir werden überall abgeschirmt. Der Feind versucht alles, staatenlos Info zum Schweigen zu bringen, weil die Angst haben. Die haben Angst. Vor Bismarck hatten sie auch Angst. Und den haben sie später neutralisiert. Weil der Bismarck nicht aufgepasst hatte. Er konnte nicht überall aufpassen. Und er war dann im Alter, und als er älter war, also schon greis wurde, da haben sie ihn neutralisiert. Versteht ihr das? Die berühmten, die Leute mit dem Silberblick. Liebe Antisemiten, ganz ruhig bleiben, immer trinken. Habt ihr was zu trinken dabei? Na, so. Ruhig ein- und ausatmen. Bismarck, die Entlassung, kann man sich die Type angucken. Ich wollte damit sagen, Putin bleibt im Amt. Warum? Er muss das Reich führen und in Ordnung bringen. Ist doch logisch. Und wir müssen zusammen sehen, dass wir uns zusammenschließen, alle Mann, die ein bisschen was noch im Kopf haben, die nicht ganz gedenkflängelt sind im Kopf, die nicht ganz rund Gehirn gewaschen sind und die Bescheid wissen, die sagen, hey, Rüdiger hat recht, im Kreis rennt alles gut und schön, wir können uns unten treffen, egal welche Stadt, alles in Ordnung, aber wir müssen uns jetzt zusammenschließen. Wir alle. Ja, staatenlos Info ist ein Träger, ist wie so ein Flugzeugträger, mehr ist das nicht. So, und davon kann man starten und landen. Man kann seine Maschinen darauf stellen, seine Maschinen bedienen, nicht unsere. Na, jeder soll seine Maschine haben. Alles gut, aber nutzt den Träger. So, das heißt, damit wird das alles klar, denn ist das aufgehört, das nämlich auf mit der Spalterei, dann kommt man zusammen. Aber auf der Basis des Minderheitenschutzgrundlagen, das ist das, um was es geht. Es geht also wirklich darum, dass man versteht, dass wir auf gesetzlichen Grundlagen agieren. Wir sind hier nicht wilde Leute, irgendwelche Revoluzzer, irgendwelche Strauchrevoluzzer, hier wie Robin Hood mit dem Flitzebogen, das sind wir nicht. Wir sind, das wird, wisst ihr, wo Kriege gewonnen werden? Sie werden immer oben gewonnen, immer in der diplomatischen Ebene, da werden Kriege gewonnen. Die werden auf den Schlachtfeldern, wird es auf eine Entscheidung gebracht, aber oben wird alles geregelt. Das ist normal, was ich gerade sage. Das könnt ihr euch übrigens auch in dem Film Bismarck anschauen, wie Kriege funktionieren. Auch wie sie schon mal funktioniert haben. Ne? Das ist der untere Soldat bekommt das gar nicht mit, was los ist. Und oben auf dem Feldhörnhügel, die haben den Überblick. Die wissen, was läuft. Und dahinter waren vorher die Verhandlungen gelaufen. Wie was funktioniert und dann funktioniert es auch so. Bei jedem Krieg war es bis jetzt so gewesen und in Zukunft läuft es auch. Und jetzt, wenn man nochmal beobachten will mit Russland und der NATO, dieser Disput, der da jetzt ist, dieser Streit, was machen sie denn gerade? Sie führen A, einen digitalen Krieg gegeneinander, dessen Bestandteil wir auch sind. Wir sind mitten im digitalen Krieg. Wir sind nicht in einem digitalen kalten Krieg, Uwe Niemeyer, bitte mal das Gehirn einschalten, sondern wir sind im digitalen Krieg. Es gibt keinen kalten digitalen Krieg. Es gibt nur den digitalen Krieg. Entweder ist der digitale Krieg an oder es aus. Es gibt dann keinen digitalen Krieg. Wir sind also im digitalen Krieg. Auseinandersetzung, wer macht das Rennen um die Köpfe der Menschen? Wer kriegt das hin, die Köpfe der Menschen so zu manipulieren, dass sie entweder für die neue Weltordnung von Klaus Schwab waren sind, vierte industrielle Revolution, der Abgrund der Menschheit, oder wir schaffen es, die Menschen dahin zu bringen, dass sie wieder souverän selbstbestimmt werden und auf der Seite Gottes sind. Ganz einfach, das ist ganz normal, in die natürliche Ordnung. Das ist das, worum es bei dieser ganzen digitalen Kriegsführung eigentlich geht. Mehr, nicht weniger. Eine Seite haben wir Schmabowan, Mordor, das allsehende Auge, ne? Und auf der anderen Seite sind dann wir mal unterwegs. So kann man sich das ungefähr ein bisschen vorstellen, so ein bisschen plastisch gesprochen.
Und da müssen wir uns zusammenschließen. Und es gibt überall gute Menschen. Es gibt wirklich gute Menschen, die in ihren Fachgebieten sehr, sehr gut sind. Jawohl, genau, Herr der Ringe, richtig. Ja, empfehle ich jedem, die drei Teile, es sind ja drei, sich anzuschauen. Ne? Das ist sehr wichtig, ihr Lieben. So, und damit man weiß, wie das läuft. Und im Herr der Ringe sieht man auch das germanische alte Führungsprinzip. Das sieht man nämlich auch, die königliche Stammesführung. Und ich sage noch mal eins, was wir nicht wollen. Wir wollen keine Republik. Tja, komisch, ne? Wollen wir nicht, brauchen wir nicht, interessiert uns nicht. Wir wollen auch keine Dämonenkratie. Wir wollen nicht die Herrschaft des Abschaums aus dem Altgriechischen haben, legen wir keinen Wert drauf. Wir wollen die königlich-germanische Leistungsführung, Stammesführung, die wollen wir, genau die. Wer die nicht will, der bleibt da, wo es ist. Das ist ja alles schon da. Die Dämonenkratie haben wir und die Republik ist auch da. Das ist nämlich alles römisch, was ich gerade genannt habe. Wir wollen auch keinen Kaiser, keinen römischen. Brauchen wir alles nicht. Hatten wir alles schon. Wo das gelandet ist, weiß jeder selber. Haben wir alles nicht nötig. Wir brauchen die königlich-germanische Stammesführung. Die brauchen wir. Die deutsche, germanische, die europäische, wie auch immer. Wo sich alle darauf berufen können. Alle, die Russen, jeder, die Flammen, die Wallonen, völlig egal. Die Franken, die Bajuwaren, völlig egal, wie sie alle heißen. Und da können wir uns vereinigen. Die Stämme vereinigen sich. Und da machen wir das richtig. Ohne Fehler. Ohne Fehler, die wählen wir raus, die Fehler. Es werden keine Fehler mehr gemacht. Das wird so gebügelt, so gemacht, dass keiner von den Silberstiften da wieder zwischengehen kann. Das ist nämlich sehr wichtig, was ich gerade sage. Sonst brauchen wir erst gar nicht anzufangen. So, und das Thema Minderheitenschutz ist das A und O, das Nonplusultra, was ich momentan sehe, was möglich ist. Aber das kriegen wir nur juristisch, nur mit Anwälten, nur Anwälte. Wir brauchen dazu Anwälte im System, weil wir sonst das nicht schaffen. Das ist ganz normal. Und mein Ziel ist dazu, dass wir schnellstmöglich da was zusammengestellt bekommen. Wie gesagt, und da brauchen wir Hilfe. Unbedingt. Später, wenn das soweit ist, brauchen wir finanzielle Hilfe, weil die Anwälte müssen bezahlt werden. Projektgebundene Hilfe, völlig egal, welche Summe. Stellt euch mal vor, wir nehmen eine Summe, 1 Million Euro als Beispiel. Was ist 1 Million Euro für die Befreiung der ganzen Menschheit? Jetzt ist der Rüdiger ganz verrückt geworden. Ich rede von der Befreiung der Menschheit, ja. Was ist 1 Million Euro dagegen? Ist das wichtig? Müssen wir uns über irgendeine Zahl unterhalten? Ist das langweilig? Für mich ist es langweilig, mich interessiert das nicht mehr. Ja, wir können allen eine Stabilität und Sicherheit auf Dauer auf der gesamten Erde bieten. Auf zumindest also grundsätzlich in Europa stets. Das können wir bieten. Dieses Theater, diese Wahnsinnswelt, die hier aufgebaut haben, die schalten wir sowas von ab. Die können wir komplett vergessen. Die können wir einfach nur abschalten. Brauchen wir alles nicht mehr. Klick. So, und dann bieten wir die natürliche Ordnung an und Stabilität und Zusammenarbeit, brüderliche Zusammenarbeit in Europa. Stabilität, Frieden, Völkerfreundschaft, ohne Phrasen. Das ist doch das Ding, um was es wirklich geht. Keine Kriege mehr, keine Bedrohungslagen mehr, keine Silberstifte mehr. Die Silberstifte nehmen wir raus, die schmelzen wir ein. So, die brauchen wir nicht mehr. Ganz klar, die neutralisieren wir. Das war's. Über das Stammesrecht geht es alles. Das ist das Stammesrecht. Ich rede so wie die indianischen Stämme, wie die Südsee-Insulaner, die ihr da gesehen habt. Ihr könnt das drücken. Genau, was hältst du da rein? Das hört sich sehr gut an. Ja, Stammbuch der Familie. Jawohl, genauso. Ja, natürlich. Ahnen, wie nennt man das denn? Ahnentafel, ne? Die Ahnentafel, ne? Ja. Das Ahnenbuch gab es ja im Dritten Reich schon. Das war ja kein Unfug, es war ja sinnvoll gewesen, ne? So, und deswegen ist das wichtig, dass alles daran gesetzt wird, dass wir patriotische Rechtsanwälte zusammenkriegen, so schnell wie möglich. Wir haben keine Zeit. Die Zeit ist abgelaufen. Wer erzählt immer noch, ich habe ja Leute gehört, ja, wir haben da noch Zeit und wir hätten Zeit. Wir haben keine Zeit. Wisst ihr aber, wie Schwabowahn arbeitet? Schwabowahn hat ein Team, ein Riesenteam, hat unbegrenzte Mittel. Und Schwabowahn und seine dunkle Brut arbeiten ja Tag und Nacht und kennen keine Pause. Niemals. Könnt ihr euch das vorstellen? Brillant. Da gibt es keinen Zank, keinen Streit, sondern die ziehen alle an ihren satanischen Vertragsstrang. Darum ist das ganz wichtig, dass wir jetzt zurzeit uns alle zusammenschließen. Wissen aufnehmen, unbedingt Wissen aufnehmen. Das ist das A und O gegenwärtig. Und alles verbreiten von Staatenlos Info. Überall, wo es nur geht.
die Flyer raus. Ich muss jetzt weiter so reden. Es geht nicht anders. Ich muss das jetzt tun. Ja? Nicht, dass ihr denkt, das ist eine Ein-Mann-Konferenz. Nein, nein, ihr könnt gleich reden. Alles kein Problem. So, ich wollte nur das erstmal loswerden, dass mal der Geist richtig gerichtet ist. Weil sonst geht das immer so, den ganzen Tag so. Wir müssen noch Reissäcke kaufen. Ja, und Notstromaggregat. Und ich sage, lasst mich bitte mit diesem Scheiß in Ruhe. Ja, tut mir bitte einen Gefallen. Ihr habt keinen Bock darauf. Ich will hier raus. Ich habe nicht nur ein einziges Ziel, dass wir dieses hier beenden. Ich will mein Stammesgebiet wieder haben. Ich will hier der Boss sein. Und ihr wollt hier der Boss sein. Also werdet der Boss. Werdet der Boss. Werdet der Chef auf dem eigenen Haus, auf den eigenen Grund und Boden. Werden wir der Chef. Und dann bestimmen wir, wo das lang geht. Genau so und nicht anders. Und da fuhr weg gar keiner mehr zwischen. So, das ist eine ganz einfache Nummer. Es ist ein Machtkampf. Ein Kampf um die Macht ist hier im Gange. Nicht gegen eine Corona-Maßnahme. Papalapap. Sondern nur darum, wer hat das Zepter und das Schwert in der Hand. Den Reichsapfel erwähne ich nicht. Habe ich kein Interesse. An den Apfel der Hesperiden. Der interessiert mich nicht. Zepter und Schwert. Wie der preußische Adler von 1850. So. Und ich habe auch erkannt, dass sie uns sowas von hinterlogen und belogen und betrogen haben. Auf allen Ebenen. Das wisst ihr auch. Und deswegen müssen wir jetzt stark werden. Stark in unserer Tradition, in unserer Kultur und ihnen deutlich machen, dass wir mit ihren modernistischen Fummelkram nichts am Hut haben. Gar nichts. Nischt. Die sollen sich mit ihrer westlichen Lebensmoderne Spierdalei auf Papulsku weg. Interessiert uns nicht. Sollen sie es ausleben irgendwo, aber nicht mehr auf unserem Gebiet. Ganz einfach. Wir wollen hier das bestimmen, wie das hier aussieht. Wir wollen wissen, wo die Bäume wachsen. Wir wollen wissen, wie unsere Nahrungsmittel angebaut werden. Wir wollen das selber bestimmen. Wir wollen selber bestimmen, wie unsere Dörfer und Städte auszusehen haben. Und nicht sie, die Fremden. Seit Jahr und Tag wird unsere deutsche Heimat von Fremden bestimmt. Fremde bestimmen über uns und ordnen uns an, was wir zu denken und zu fühlen haben. Und nun ist aus, nun ist Schluss damit. Es ist Schluss. Es ist vorbei. Es geht nicht um Corona. Corona ist nur die Spitze ihrer Krönung. Ihre Krönung ist es. Sie sollen sich ihre Corona nehmen und wisst ihr, was ich meine. Interessiert mich nicht. Ja, hier geht es um Verantwortung für unser Leben. Ja. Mit Annahme von ja, diesen Papieren, ja, also hier haben wir unsere Verantwortung für unser Leben abgegeben, an die gegeben. Aber die wollen auch nicht ja für uns tragen, diese Verantwortung. Ja, weil die arbeiten nur ja mit Form. Mit Form. Aus diesem Grund, wir müssen erstmal, ja, liegt an Männer, fängt an Männer an. Also müssen wir Minimum 3 Mann sammeln in einen Ort. Ja, also sagen, ja, auf Papier legen und Behörde informieren, dass wir sind da. Und die Verantwortung für unser Leben haben wir zurückgezogen. Ja, und ja nicht als Person, ja, also ja, arbeiten, ja, was die erschaffen haben. Ja, weil wenn wir ja unsere Verantwortung für unser Leben nicht zurückholen, ja, dann haben wir keine Person noch nicht. Ja, nur ja die Person, was die haben erschaffen, aber die haben erschaffen ja diese Person, weil ja am 31.12.1899 haben die alle für tot erklärt und ab 1.1.1900 arbeiten die ja nur mit Form, weil alle tot sind. Ja, 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 das ist ja Grund. Ja, aus diesem Grund, sage ich, müssen wir erstmal ihre Verantwortung für unser Leben zurückziehen, ihr auf Papier legen, Protokoll,
und die informieren. Bei informieren müssen wir immer Grund nennen. Also was auch falsch abläuft, ja, außer Corona, irgendwelche Ordnungswidrigkeiten oder Straftaten, nur Corona nicht, ja, weil ja, Corona, das ist ja Arbeit für uns und gegen die. Und, ja, so ist es. Und Information, naschrot.ru, ja, kann man informieren. Ja, weil da sind ja Weltverein, die für Leute zuständig sind. Ja, für alle. Ja, wir als germanische Bevölkerung, ja, zum Beispiel, ja, hier haben wir noch keine Räte. Wir müssen erstmal, ja, Minimum, ja, von 3 Mann ein Rat bilden. Ein Rat. Und, also, Oberhaupt, ja, des Staates, auch hier, oder Rates erstmal nennen, weil, ja, Obermann der Stadt gibt's nicht. Wir haben nur Oberbürgermeister. Ja, er arbeitet nur mit Papier. Ja. Oder Kanzlerin, die sitzt im Kanzleramt, die arbeitet ja mit Papier. Ja, aber für Leute, die Zuständige für Leute haben wir nicht. Weil wir sind alle ja für tot erklärt. Und die arbeiten mit Papier. Wir müssen erstmal erscheinen. Ja, solange bis wir nicht erschienen sind, ja, dann können wir meckern, ja, na, wie wir wollen. Ja. Ja, ich verstehe Ihnen, das, was er sagt, ist Folgendes. Und das sehe ich als sinnvoll an, dass sich die Menschen zusammenschließen in ihren Gemeinden. Aber jetzt bitte schön keine Gemeinde neu gründen. Das geht jetzt wieder mal in die Hose, weil die BRD das nicht zulässt. Die BRD geht dazwischen und blockiert es. Es geht nicht um Gemeinde. Ja, 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 ich verstehe. Ich verstehe. Ja, ich verstehe, was er meint. Ja, ich verstehe das. Sondern also, es geht darum, dass sich die Menschen zusammenschließen. Und ihre, ja, sie können ja Gemeinde, sie können ja Räte bilden, das, warum sollen sie es nicht bilden können? Aber sie sollten alle ihre Papiere ordnen, das Gespräch. Sie sollten alle ihre Herkunft beginnen, sich zu überprüfen. Wie die das beim gelben Schein gemacht haben. Da wurde es gemacht. Ahnen. Wurzelmäßig läuft nur nach Familiennamen, nach biologischem Vater. Ja, also Familie, ja, ist wichtig. Ja, muss mit DNA so übereinstimmen. Ja, zum Beispiel. Wurzelmäßig erstmal 3 Mann können nur Rat bilden. Ja. Ja, andere Völker, ne, zum Beispiel Russen oder mit russischen Familiennamen, ja, die können auch nicht Rat bilden, die sind Diplomaten hier. Ja, und, aber die sind interessiert, dass wir ein Rat bilden oder haben, ja, damit die auch rechtlich geschützt sind, ja. Auch ihr, ja, anderen, ja, nicht nur russische, sage ich, andere, ja, die müssen auch genauso wie wir auch Verantwortung hier auf sich nehmen, ja, sage ich. Und diese Person, ja, ignorieren. Es gilt darum, die Minderheit vorzubereiten. Das heißt, die Minderheit muss sich jetzt beginnen zu bilden. Es gibt Minderheiten verschiedener Art und Weisen, aber diese Minderheiten, die jetzt da sind, Geimpfte und Ungeimpfte, sagen wir mal Ungeimpfte, oder nehmen wir jetzt die Minderheit der gelben Scheinleute. Das sind Minderheiten, ja, die sich so irgendwo gebildet haben. Aber all das reicht im Minderheitenschutzstatus nicht aus. Es gibt es nicht. Ja, weil eine alles, Minderheit, was Form angeht, alles, was Form angeht, ja, das, also, betrifft uns nicht. Ja, Staatsangehörigkeit, das betrifft uns nicht, ja, sag ich ja.
Ja, das betrifft ja nur Personen. Ja, ich kann Aber es dir. geht ja momentan um die Person. Ja, verstehst du das denn? Nee, Das muss wir ich jetzt haben mal keine verstehen. Ja, Personen. nein, nein, das wird so Noch nichts. nicht. Das haben andere auch schon probiert, die sagten, dass sie mit Menschsein sind. Die werden nicht Nicht gehört. Mensch, nicht Mensch, nicht Mensch. Erleben. Es geht um Leute. Um Ja, es Leute, geht. um kein Mensch. Okay, also es Ja. geht darum, es geht jetzt darum, dass Ja. die Menschen, es geht ja um Menschen, ich spreche ja die Papiere ja an, das geht darum, dass die Menschen beginnen, ihre Minderheit klarzumachen für sich. Sprich, zu erkennen, welche Sprache sprechen sie. Zu erkennen, an welchen Gott glauben sie. Zu erkennen, Ja. welche Kultur haben sie. Das ist wichtig, was ich jetzt sage. Zu erkennen, welchen Volke gehören sie an. Nur DNA, ihr spielt ja Rolle. Nur DNA. Also, weil wir Ja. haben ja, ja Ja. unterschiedliche ja Blut ja bei allen ihr ja Bevölkerung ja, ja zum Beispiel. Ja, sage ich ja. Hier spielt ja Rolle nur biologische ja Vater, der Familienname, was du trägst auch ja vom Vater, vom biologischen Vater. Ja. Und das muss entsprechen ja deiner DNA. Ja, zum Ja, der Beispiel. App-Information, sicherlich, natürlich, gehört mit da rein. Auf In jeden Fall. DNA, ja, Y-Chromosome, ja, das ist, was verbindet uns ja am Territorium. Genau. Ja, Y-Chromosome, das zeigt auch ja Territorium, ja, wo du lebst. Ja, sag ich. Aus diesem Grund, ja, du kannst nicht ja, ja jemanden verarschen, ja, zum Beispiel, wenn du ja dein Vater hat Familienname gewechselt oder Großvater, ja zum Beispiel, dann ja und du weißt das, ja zum Beispiel sagst ja und ja stellst du ja falschen ja Familienname und das und wer weiß ja was da war, da muss ja übereinstimmen, ja sage ich. Ja, Bindung an dieses Territorium, was du angibst, ja, sage ich. Das ist wichtig. Du kannst ja Chinesisch sprechen, aber wenn vom biologischen Vater Familienname ist von hier, ja, das, ja, also deine Territorium ist hier, sage ich. Du kannst ja Rat nur hier bilden dann. Obwohl du nur Chinesisch sprichst. Ja, das ist, sage ich, Information, Nasch, ja, Strich, Rot, Punkt, Ru. Du kannst ja lesen, ja, sage ich. Da kann man umschalten, kann man auf Russisch informieren und auf Deutsch. Ja. In Russland geht's ja volle Pulle schon. Und wenn wir ja diese Räte bilden, dann können wir auch ja von daher Leute holen, ja, die uns ja helfen dann. Ja. Ja, und so nicht, ja, weil wenn wir ja arbeiten ja unter Personen, was die erschaffen haben, da bringt ja kein ihr Anwalt nichts, Millionen, was du ihm ja schenkst, auch nichts. Ja, Befreiung ist ja kostenlos. Das ist, was du sagst, nur teilweise ja. wahr. Weißt du, warum es teilweise wahr ist? Weil sagt, die Person, ja, weil auch Russland in der Personenverwaltung steckt. Die sind alle in der römischen Rechtssystem einsortiert. Alle. So, das heißt, auch zur Kaiserzeit wurde römisches Recht angewendet. Es wurde ja, immer natürlich. Angewendet. Es ja. wurde Jahrhunderte oder Jahrtausende angewendet. Und jetzt ist es wichtig zu verstehen, dass es hier. Ja, bitte ausreden lassen mich. Ja, ja. Das ist wichtig, was ich jetzt zu sagen habe. Weil in Deutschland, Deutschland ist nicht Russland. Deutschland ist auch nicht China. So, ja, wir ja. haben eine Sonderlage hier in Deutschland. Hier ist ein Sondergebiet. Das ist also eine besondere Lage im Zentrum von Europa. Es ist nicht nur, dass wir im Zentrum von Europa liegen,
sondern es ist auch dadurch geschuldet, dass das die deutsche Frage, die nach dem Zweiten Weltkrieg ja steht, nicht gelöst worden ist. Und wenn wir Deutsche, es geht jetzt nur um uns Deutsche, es geht nicht um irgendwann anderes zurzeit, wenn wir auf diese sagen, den Willen klar machen, dass wir nach ihrer Regel, und ich habe dir das ja nicht ausgedacht, sondern das habe ich abgeschrieben aus ihren gesetzlichen Vorgaben. Ihre gesetzlichen Vorgaben sind, dass wir jederzeit in der Lage sind, eine Minderheit geltend zu machen. Also man kann eine Minderheit geltend machen, wenn man die und die Voraussetzung nach ihrem Rechtssystem erfüllt. So. Und die Voraussetzung für das Geltendmachen einer Minderheit habe ich genannt. Und dazu zählt auch deine Ausführung, lieber Albert, was du gesagt hast mit dem genetischen Code und so weiter und so fort. Das ist keine Frage. Aber dazu zählt auch die Sprache. Das heißt, wenn du Chinesisch sprichst, bist du eine Voraussetzung zur Erteilung einer Minderheit nicht erfüllt. Das reicht dir dann nicht. Du musst die Sprache haben, die Kultur, die Tradition musst du verfügen und die Religion musst du haben. Das sind die Voraussetzungen und natürlich die die Erbinformation. Die musst du auch haben. Na, wie nennt sich das hier? Moment. Die Zeichen der Erbinformation. Zeichen der Erbinformation. Das ist das, was die Voraussetzungen sind, um das geltend zu machen. Und zweitens, wenn du hier im Besatzungsgebiet der amerikanischen Streitkräfte, der britischen Streitkräfte, französischen Streitkräfte und der beauftragten Bundesrepublik hier irgendwelche Parallelstrukturen baust, ohne dass du die in deren Rechtesystem durch Anerkenntnis, wichtig, Anerkenntnis legitimiert hast, wirst du es erfahren, dass du rausgeräumt wirst. Du wirst einfach abgeräumt. Das ist so vielen Leuten gegangen, die alles Mögliche schon probiert haben. Es gibt viele, viele Parallelsachen, die passiert sind. Egal, welche Fehler da passiert sind, also egal, die wurden alle abgeräumt. Auch die Gemeindegründung, alles haben sie abgeräumt. Ist völlig egal. Ja, es geht darum, dass es wie Russland, die Russische Föderation, stellt eine internationale Klage ein gegen Google. Interessant, ne? So, macht die. Genauso wie die eine internationale Klage einstellen gegen Google, jetzt aktuell gegen die, müssen wir ganz, ganz genauso eine internationale und nationale Verfahren einleiten zur Anerkenntnis der Minderheit der Deutschen. So, ganz einfach. So, und diese Minderheit der Deutschen, die muss sich jetzt allerdings mal langsam sammeln. Sonst, wir haben sie schon, die ist schon da, aber sie kann ja ein bisschen größer werden, außer 20, 30 oder 100 Menschen. Nicht wahr? So, das heißt, mal bitte nicht nur immer sammeln, sondern einfach mal die Papiere in Ordnung bringen. Habe ich 1000-mal gesagt. Sammelt eure Unterlagen über eure Herkunft. Auch das ist nämlich wichtig, der genetische Code. Das steht in den Papieren drin, der Code. Über die Staatsangehörigkeit. Wer war wo? Großmutter, Urgroßmutter und. Ahnenpass heißt das. Ja? Rüdiger. Akai, stummschalten. Ich rede, wenn ich rede. Es läuft genauso hier. Jetzt ist Ruhe im Karton. Das heißt, wenn ich das so sage, meine ich das. Dieses Hin und Her ist hier nicht bei uns. Bei uns gibt es kein Hin und Her. Bei uns gibt's klare Linien und die gebe ich jetzt hier rein. Ich weiß, dass das schwer ist. Ich verstehe das total. Jeder hat immer was und jeder will hier. Aber hier geht's nicht mit 10 Pferden hü und hot in alle Richtungen, sondern hier gibt's die Richtung und die Richtung kann unterstützt werden. Man kann sagen, wir können Räte bilden. Könnt ihr alles schon machen. Aber sammelt erstmal eure eigenen Unterlagen in Ordnung, weil ihr müsst es nachweisen. Und wenn ihr die Unterlagen nicht habt und ihr könnt nicht eure kompletten Ahnenlinien nachweisen, seid ihr raus. Raus. Da könnt ihr schneller so viele wollt. Das bedeutet, sich selber jetzt bewegen und was man für einen gelben Schein besorgt, um seine ursprünglichen
Ahnenreihe nachzuweisen mit der Staatsangehörigkeit, die damals üblich war vor Hitler, ist sie nachzuweisen. So weit, so geht, wie es geht, ist egal. Das ist das A und O. Das ist das, was die Leute mit dem gelben Schein auch gemacht haben. Die dann dachten, sie hätten jetzt die Staatsangehörigkeit Preußen oder irgendwas anderes. Haben sie aber nicht. Das ist ja klar, der BRD. Es ist nur da, dass man seine Unterlagen sortiert. Und nichts damit machen. Kein Radau bei der BRD. Denn das führt gewöhnlich zu Hausbesuchen durch den Verfassungsschutz. Und es führt gewöhnlich zu Verlust des Arbeitsplatzes. Es führt gewöhnlich zu allen möglichen Strafmaßnahmen. Deswegen bitte sein lassen. Einfach die Papiere sortieren, sich hinbereitstellen. Mehr nicht. Dann meinetwegen sich in seinen Gemeinden schon mal mit anderen unterhalten, die auch schon Papiere sich bereitgestellt haben und sich dort zusammensetzen. Das ist in Ordnung. Aber kein Radau bei der BRD machen, weil die BRD ist gefährlich. Die ist hochgefährlich. Und die haben nur ein Interesse, uns zum Schweigen zu bringen. Nicht mehr. Die werden uns nicht helfen. Auch nur ein Quietsch helfen sie uns. Das könnt ihr vergessen. Das bedeutet, was ich jetzt sage, ist ganz wichtig. Das ist ganz einfach zu verstehen. Sammelt eure verdammten Papiere ein. Stellt euch auf. Solidarisiert euch. Ist völlig in Ordnung. Auch NASH-RU. Warum nicht? Ich habe nichts dagegen. Aber genau das ist erstmal das Gebot der Stunde. Jetzt. Und wer einen Anwalt kennt, der patriotisch ist, bitte zu mir die Telefonnummer mit nach dem Vorgespräch. Bitte mit dem Vorsprechen und dann kann die Telefonnummer zu mir rübergereicht werden. Direkt. Auf einen kurzen Dienstweg nennt man das. Mich interessieren nur Nägel mit Köpfe. Alles weitere interessiert mich nicht. So. Wir müssen hier, wir haben keine Zeit. Es gibt keine Zeit. Das ist ganz wichtig, was ich jetzt sage. Es kann auch nicht so kompliziert sein. Es soll auch nicht kompliziert sein. Die Menschen sind schon im Arsch. Sie sind schon überfordert alle. Und wenn wir jetzt noch wieder mit tollen sonst was Strukturen und sonst was ankommen, dann machen wir wieder die Angreifbarkeit. Wir können zurzeit in der Bundesrepublik Deutschland jedenfalls so auf diese Art und Weise nicht irgendwelche Gegenstrukturen aufstellen. Das geht nicht. Das mag in Russland gehen, das kann aber hier in der Sonderzone überhaupt nicht gehen. Wir haben hier sogar militärische verschärfte Bedingungen. Das ist hier ganz extrem. Und deswegen sage ich, nur Schritt für Schritt. Wir werden überhaupt nichts an Strukturen in die Öffentlichkeit sagen, baut das auf oder so. Ich bin doch nicht wahnsinnig. Ja, wir müssen erstmal Schritt für Schritt und wenn dann die Sache mit der Legitimationswelle, es wird mit Anwälten abgesprochen. Jedes Detail muss wasserdicht sein. Ich kann nicht irgendwelche Dinge ausgeben in die Öffentlichkeit, die Menschen Luftschlösser bauen und die Menschen sollen denn das machen und sie sagen, oh, wie toll. Und dann gehen sie alle wieder baden und dann habe ich ja gewonnen. Das ist ja eine tolle Sache. Ja, wir müssen also unbedingt alles so weit wasserdicht haben auf der nationalen und internationalen Ebene, dass es läuft und dass es richtig läuft. Und es läuft nur nach deren Rechtssystem und nicht nach irgendwelchen Geschichten. Das heißt, das Rechtssystem, was wir in Deutschland haben, ist, Moment, der UN-Pakt über bürgerliche und politische Rechte vom 19. Dezember 1966 gültig. Brauchen wir nicht diskutieren. Die Erklärung der Vereinten Nationen über die Rechte der indigenen Völker vom 13. September 2007. Das Kopenhagener Abschlussdokument über die menschliche Dimension der Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa KSZE vom 29. Juni 1990. Dann Artikel 14 Europäische Menschenrechtskonvention. Dann das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, Artikel Moment, ich will jetzt nichts Falsches sagen. Artikel 3, Absatz 3, Satz 1. Dann das Rahmenübereinkommen zum Schutz nationaler Minderheiten. Das könnt ihr beim Bundesministerium des Innern alles einsehen. Ist überhaupt kein Problem, die haben das veröffentlicht. Dann die Erklärung der Vereinten Nationen über die Rechte indigenen Völker. Artikel 1 bis, Moment, 26. Dann der Internationale Pakt über bürgerliche und politische Rechte vom 19. Dezember 1966. Bundesgesetzblatt 1973, Römisch 2, 1553. Ebenfalls einzusehen. Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte gehört damit dazu. Ebenfalls einzusehen.
Dann der Paragraph 6 des Bundesvertriebenengesetzes, BVFG, Paragraph 6, Volkszugehörigkeit. So, das ist, was zählt. Das andere interessiert nicht. So, das heißt, nur darüber geht es, ist es machbar, über diese Position das zu klären. Und das kriegen wir nicht alleine geklärt, ich so oder so nicht. Und das kriegt noch nicht irgendwo, dass du in der BRD was geltend machst. Die räumen dich ab, weil die sehen dich nicht und die hören uns nicht. Es ist denen egal, was wir machen. Wisst ihr, wie lange ich hier um meinen Grünstreifen rumgekämpft habe, mit denen, was hier los war? Nur, dass ich ein paar Blumen an einen Straßenstreifen gesetzt habe. Jeden Quadratzentimeter beanspruchen sie. Jeden Quadratmillimeter. Das habe ich gelernt. Das wollte ich auch wissen von denen, wie die funktionieren. Und das muss uns alle deutlich bewusst werden, was los ist. Deswegen habe ich gesagt, wir fahren ein klares Programm. Wenn jemand sagt, er unterstützt das Programm, gerne. Wenn jemand sagt, ich habe ein anderes Programm, Wiedersehen. Wir haben keine Zeit, es gibt hier keine Diskussion. Unterstützung, ja, gerne. Andere Programme, nein, lehne ich ab, will ich nicht, interessiert mich nicht. Weil ich genau weiß, wie der Hase hier läuft. Wenn mir jemand sagt, wir machen hier noch dies, ich sage, keine Zeit, tut mir leid, die Zeit ist abgelaufen. Ja, das ist einfach nicht möglich. Wir können das gerne machen, wir können es gemeinsam machen, wir haben die Voraussetzungen bereits schon erarbeitet, wir werden weiter das erarbeiten, wir schaffen die Voraussetzungen und brauchen die Hilfen. Sprich, wenn jemand meint, dass er sagt, er braucht ja keine Anwälte, er macht das einfach nur so in der BRD, bitteschön, mach es doch. Ich bin nur nicht dabei. Und ich will damit auch in Ruhe gelassen werden. Genauso mit dem Prepper-Szene will ich auch in Ruhe gelassen werden. Das seht ihr nicht. So, deswegen wollte ich das so deutlich wie noch was durchstellen, ihr Lieben. So, und jetzt frage ich mal ab, wie ihr das seht. Akai, bitte. Ja, das ist eigentlich ganz einfach. Ganz einfach. Also die gesetzlichen lauter. Vorschriften sind ja gegeben. Also es ist gegeben alles. Die Menschen müssen das ja nur verstehen und die Anwälte. Und das muss ja publik gemacht werden. Also mehr ist das eigentlich gar nicht, denke ich. Also es ist, die Menschen müssen das verstehen, worum es hier geht. Dass man das über diese gesetzlichen... es ist ja gesetzlich alles gegeben. Die Menschen, ja, die hier leben, die indigenen Deutschen, die, also indigenen Stämmen der Germanen, die müssen das nur verstehen. Und es ist ja alles gesetzlich gegeben. Und mehr muss man ja gar nicht verstehen, ehrlich. Also das muss man, das ist ja eigentlich so ganz einfach. Ne? Also was soll man noch dazu sagen? Du hast ja das meiste gesagt, es ist ja so einfach. Man glaubt es kaum. Also, man kann sich das aus Staatenlos Info auch runterladen als PDF-Dokument und ausdrucken, ja, und 30 Mal am Tag durchlesen, bis es mal eine Birne funzt. Und dann möchte ich gerne wissen, wie jeder wohnt. Habt ihr die Tradition? Habt ihr die Kultur? Sollen wir das überprüfen? Habt ihr eure Fotoalben noch von Oma? Oder wurden die weggeschmissen? Ja, das ist wirklich wichtig, über was wir jetzt reden. Das ist hier kein Spielkram. Wenn jemand sagt, ich habe die Papiere, ja, hast du den Code? Ja. Die, ja, versteht ihr, was ich meine? Da hat ja der Dings vollkommen recht hier, der Albert. Natürlich hat er da recht. Klar. Da muss man erst mal gucken, wer da was ist. Wenn jemand immer nur bla bla macht und lebt nicht in der Tradition, hat nicht die Sprache, hat nicht überhaupt kein Traditionsverständnis, Kulturverständnis. Was ist denn deutsche Kultur? Ja, wir reden gerade darüber. Der Arkai ist ein ausländischer Mensch. Und er versteht mehr die deutsche Kultur mittlerweile, ich bin ganz erfreut darüber, als die meisten Deutschen, die um mich herum unterwegs sind, egal wer das jetzt ist. Ja. Das heißt, der Arkai möchte ich nicht so hervorheben, aber das ist tatsächlich so. Der funzt im Kopf völlig normal. Der hat mich gedacht, bist du eigentlich ein Deutscher? Bist du eigentlich für eine Type? Ja? Bist du irgendwie ein bunter Deutscher oder sowas? Ne? Also das heißt, er versteht total, ich brauche nicht viel reden, er versteht es einfach. Ich muss nichts erklären, er versteht. Er guckt sich die Dinge auch an, er liest das durch, er macht das ja wirklich und sagt, ja, alles klar, steht doch da, guck mal da, schwarz auf weiß steht die, steht jetzt auch geschrieben, ist alles klar.
Also das heißt, wenn ich sage, ihr habt die gelben Scheine gemacht, ihr habt dies gemacht, ja, dann macht es doch bitte, holt eure Unterlagen, bügelt sie auf, ist alles aktualisiert, sind die Daten aktuell, wegstellen, danke. Ja, und habt ihr die Urkunden schon nach Moskau geschickt, die Willensbekundung zur Entnazifizierung. Kommt mir nicht damit rein, dass die Person nicht mehr interessiert. Wer ist denn so naiv? Wir haben die Personenverwaltung hier. Der Mensch spielt auf der ganzen Erde. Die ganze Erde ist ein römisches Weltimperium. Ich hoffe, ihr schnallt das endlich. Dass ihr seht, wer hat denn alles die Maske auf? Alle, ne? Das heißt, die ganze Erde ist das römische Weltimperium. Einige Ausnahmen bestätigen die Regel. Und überall ist die Personenverwaltung. Also wir müssen nach ihren Regeln nun mal arbeiten. Du kannst ja auch gerne einen Flitzbogen dir holen, jetzt den Zweiten Weltkrieg gewinnen. Viel Spaß damit. Ja, ich meine, wir müssen doch realistisch sein. Wir müssen doch einfach nur realistisch sein. Und wenn die Russen was machen, da wissen wir nicht, welche Russen machen wo was. Und wir sind ja hier nicht in Russland. Wir sind nicht hier, wir sind in Deutschland. Und hier laufen die deutschen Regeln. Wenn in Russland die Regeln so sind, dann muss es ja heißen, dass hier die Regeln so sind. Ja, das ist ganz normal. Also, deswegen ist das wichtig, das Einfache von Einfachen zu verstehen. Und der Arkay kann das verstehen. Und was Arkay verstehen kann, ich weiß nicht, ist ein Ausländer, seht ihr das? Ein netter, freundlicher Ausländer. Arkay, sag mal, wo du her bist, damit wir endlich mal wissen, was... Also, ich bin geboren in der Osttürkei, ich bin Alevit, nennt man das. Aber die wissen selber ihre Herkunft nicht, ne? Die haben selber... Ja, das ist eine lange Geschichte auf jeden Fall. Auch eine Tragödie. Muss Arkay mal erzählen, die Geschichte. Die Geschichte ist eine Tragödie der Aleviten. Da kann man ja gerne mal sich drüber belesen. Es ist eine Tragödie für sich. Auch wieder eine. Ja? Wir haben nur Tragödien im Angebot. Darum verstehen wir uns ja. Deswegen verstehen wir uns, weil das sind alles Menschen, die auf der in derselben Ebene unterwegs sind. Ne? Wie die Indianer, die würden sich auch gleich verstehen. Ne? Das ist ganz normal. Rüdiger, ich kann nur Chinesisch sprechen, sage ich. Ja, wir waren ja besetzt, ja, sage ich. Ja, mein Urgroßvater war ja 1920 ja rausgeholt, um Sowjetunion aufzubauen, ja. Weißt du? Obwohl Danzig war ja 1920 ja noch ja souveräne Stadt, ja. Und die haben ihn rausgeholt. Wer wollte nicht hier mitgehen, waren sofort erschossen. Ja, sage ich. Und ich bin 1989 gekommen, waren volle Arbeitsamt ja von Polen und Russen. Und die haben alle behauptet, ja, das ja soll ich mich einbürgern, weil unsere Papiere waren ja verbrannt angeblich. Und ich habe gesagt, ja, mit Adolf Hitler habe ich nichts zu tun, nichts am Hut. Und die haben ja behauptet, das liegt nicht ja am Adolf, weil die haben, naja, ihre Großeltern, ja, vom Milinchak, Frau Milinchak bei uns, hat Besatzungskarte gehabt, ja, vom 1927 zum Beispiel. Und andere vom 1918. Ja, wenn Besatzungsmacht war auch 1989 noch. Ja, dann was willst du machen noch? Ja, pass auf, du bist Russlanddeutscher. Und Russlanddeutsche sind eine Tragödie. Ich habe Nachweis, tausendjährigen Nachweis, dass ja alle, ja hundertprozentig, kommen alle von hier. Ja, ich verstehe dich. Und wir werden die Russlanddeutschen gehören zu uns. Das ist ohne Frage. Ja, das ist ganz klar. Und dass ihr hier wieder eure Heimat habt und ihr eure Aufnahme, das haben wir heute im Auto diskutiert. Das war für uns vollkommen normal. Ja, also das ist doch normal. Und die Ausländer, die uns heute helfen, so wie Arkay, das sind später Ehrenbürger. Ja, die werden auf Händen getragen, weil sie uns geholfen haben. So, das ist es, um was es geht. Das ist total wichtig, was ich sage. Ja, weil wir Ehren und achten, alle wollen wir Ehren achten, aber wir werden es nach natürlicher Ordnung wieder sortieren. Aber die auf unserer Seite stehen, die ausländischen Mitmenschen, die werden bei uns später Ehrenbürger. Das ist ganz klar.
Den Status haben sie und damit haben sie alle ihre Rechte, alles ist in Ordnung. Sie werden überhaupt nicht rausgeschickt oder irgendwo hin. Ja, da wollen sie keine Sorge haben. Aber sie müssen sich entscheiden, was sie wollen. Ja, die müssen uns helfen. Da, darum drauf ist es. Sie müssen jetzt überlegen, was sie wollen. Denn ansonsten wird es für sie die Luft natürlich auch eng. Auf der BRD wird sie eng, weil die BRD hat nur noch eins im Ziel. Psst, psst. So, das war's. Und wir müssen unser Gebiet klar machen. Das heißt also, die können aber entscheiden, was sie wollen. Sie können sich auf unsere Seite schlagen und schwuppdiwupp ist alles in Ordnung für sie. Ganz einfach ist das. So, und die Russlanddeutschen, Albert, die, für die habe ich mein Herz. Ich habe ein Herz für euch, weil ich, euer Schicksal ist ein hartes Schicksal, eine Tragödie. Ja, ich verstehe dich, Albert, sehr gut. Ja, wir sind in Solidarität. Und das ist gut mit nasch.eu und diese Rätesache. Warum nicht? Das kann ja notiert werden. Ja, wir müssen aber jetzt einfach rangehen. Wir können nicht jetzt, lieber Albert, die Leute zu Taten oder Animationen hinbringen, wo sie denken, jetzt können wir aber alle richtig was machen. Gegenwärtig muss kleine Schritte gemacht werden. Kleine Schritte, aber die müssen gut gemacht werden. Das heißt, die Sortierung, dass die Leute jetzt gucken, was habe ich an Unterlagen? Was habe ich für Nachweise? Ist alles bei mir in Ordnung? Oder fehlt noch was? Muss ich noch was beschaffen? Ja, die Unterlagen, die BRD anfordert zur Prüfung der Staatsangehörigkeit, da fordert die BRD ja Unterlagen an. Das ist die Richtschnur, weil die BRD funktioniert da nach Völkerrecht. Das ist ganz klar, dass die BRD das tut. Ja, das heißt also, so wie man, als wenn man einen gelben Schein beantragt, genauso muss man sich verhalten und sein Kram zusammensammeln. Macht aber keinen Antrag auf einen gelben Schein. Das ist wichtig. Warum macht man keinen Antrag auf einen gelben Schein? Da wird man sich nicht in Gefahr gebeten. Denn jeder Antragsteller wird sofort erfasst vom Inlandsgeheimdienst, sprich vom Verfassungsschutz, beim Bundesnachrichtendienst über den CIA. Und dann starten sie das. Und das muss man ja nicht haben. Es interessiert so oder so alles nicht mehr. Sondern wir brauchen die Unterlagen selber. Die Menschen müssen beginnen, ihre Person sich ranzuziehen in ihre zu Hause. Damit sie sie greifbar haben. Nicht das BVA, die Person und das Amt um die Ecke ist Einwohnermeldeamt, sondern du selber hast die Personenunterlagen zur Verfügung. Weil mittels der Unterlagen sind wir dann in der Lage, später die Minderheit aufzustellen. Die Minderheit muss sich jetzt im Hintergrund aber sammeln. Das macht jeder für sich. Einfach so, stillschweigend, sammelt man seine Papiere, macht keinen Alarm. Wer will, kann noch eine Willensbekenntnis nach Moskau schicken zur Entnazifizierung, wer das meint, so weit zu sein. Der kann es tun, ja, das ist in Ordnung. Aber alles Weitere macht die Menschen so für sich jetzt. Die bereiten sich vor. Und wer einen Anwalt kennt, einen Patriotischen, der ruft mich bitte schön an. Das ist alles, das will nicht zu viel verlangen. So, und dann ist das gut. Wir, und nebenbei gibt man unsere Beiträge zielgerichtet weiter, weil wir sind auf der Lösungsebene unterwegs. Ja, und es ist gut, wenn in Russland da sich was tut, mit Nasch.eu als Beispiel jetzt. Das ist super, Albert, wunderbar. Können wir später auch alles vernetzen, warum denn nicht? Ist alles in Ordnung, haben wir keine Probleme. Ja, so machen wir das. Aber wir fangen jetzt einfache Sachen an, einfach. Weil die Menschen sind schon dicht. Wir können nicht komplizierte Aktionen machen und was die alles wieder machen sollen. Nein. Die Menschen machen was ganz einfach. Das kann jeder mitschreiben. Schreibt euch alles auf, die das jetzt heute Abend hören, was ich gesagt habe. Ihr guckt euch nach, habe ich die Ahnenunterlagen, kann ich noch gucken. Ihr könnt auch in polnische Archive gucken. Es gibt zentrale Auskunftsstellen, ich glaube in Potsdam war eine, da muss man abfragen. Also solche Sachen, die ja verlustig ist, ne, wo das Zeug weggekommen ist, kann man nachfragen. Es gibt hier und da noch Möglichkeiten. Ich glaube in Bromberg war auch was. Also egal was. Also es ist heute alles möglich und das sortiert ihr euch zu Hause. So, das ist eine gute Arbeit und das ist auch erstmal der Sinn des von den heutigen Abend. Versteht ihr das? Heute Abend soll nichts Kompliziertes sein. Es soll nichts Kompliziertes sein. Ich habe eine Analyse gemacht, ich habe reingegeben, was hier los ist. Kriegsgeschrei auf der einen Seite, Alarm, überall Alarm, Masken, Stress, Theater und wir nehmen uns raus und machen Weihnachten und braten uns eine Ente. So. Und dann machen wir ganz in Ruhe unsere Sachen. Das meine ich damit. Wir haben zwar wenig oder kaum Zeit, aber wir müssen ruhig bleiben. Wir müssen komplett ruhig bleiben. Ich wirke zwar auch sehr hof, das ist aber meine Natur. So, aber trotzdem ist man ruhig. Ruhig.
So, und in Ruhe das alles sammeln, machen und tun und sich dann vorbereiten, geistig auch einlesen. Ja, wer hat denn den Bereich Minderheitenschutz durchgelesen? Wer hat den Bereich durchgelesen? Gib mal die Finger. Okay, Peter? Ja? Du auch? Christoph? Du nicht? Ah, siehst du, Christoph, Hausaufgabe. Ja. Ja, das ist klar. Siehst du? Nee, wir müssen uns selber ja abrechnen, ne? Damit wir wissen, worüber reden wir am Tag. Ne? Wenn wir müssen uns tatsächlich, das ist jetzt die Zeit, der Welt, wisst ihr, dieser geistige Fluss, es geht um den geistigen Fluss. Wenn man in die Geistigkeit geht und in diese geistige Bewegung kommt, ihr redet ja auch über diese 12 Frauennächte, ne? Wisst ihr. So. Das heißt, wenn man aber diesen Geist ausrichtet in ein gemeinsames Feld und sich anhängt und diesem Fluss Folge leistet und beginnt, Mann, ja, guck ich mal an, ja, warum nicht? Und dann dies und das. Dann bewegt man sich mit einmal in immer höhere, man steigt auf. Man steigt einfach auf. Und das ist das, was wichtig ist. Also die Ebene von Corona-Proteste, die verlässt man irgendwann. Und dann sieht man zu, dass man die Corona-Protestler nur noch informiert und sagt, willst du nicht auch weiter? So, das ist das Wichtige. Der geistige, seelische, also Entwicklung, die seelische Entwicklung, das ist total wichtig. Ja, so, dass man das versteht. Wenn, deswegen habe ich ja heute begonnen, so viel zu reden über das Chaos, was uns umgibt. Das Chaos. Es ist dieser Satan, dieser Durcheinanderwerfer, der uns jeden Tag mit einer Flut an irrsinnigsten Sachen überzieht. Wirklich irrsinnige Sachen. Totale Verrückung. Da zieht die ganze Corona-Nummer zu. Ich, wisst ihr, was ich von Corona nur noch gucke? Nur die Bilder. Haben sie nun wieder mal das Design geändert von diesen Dingern da? Oder haben sie immer noch dieselben Photoshop-Angebote? Mehr nicht. Das ist mir egal. Und ich gehe auch in keine Gaststätte. Die sollen sich ihre Gaststätten an den Hintern nageln. Das interessieren mich ihre blöden Gaststätten. Ich will die so oder so nicht. Dann weg. Ja, wer die so blöd sind und wollen das nicht, dann sollen sie es doch lassen. Ich brauche die nicht. Ich mache mal meine Stulle fertig und gehe los. Oder meine Getränke, ist mir doch egal. Versteht ihr das? Ich denke total um. Ich brauche das alles nicht. Ich gehe im Wald und dann ist gut. Ich gehe doch auch im Wald. Braucht ihr eine Gaststätte? Wenn nicht, dann nicht. Da bestelle ich das bei Amazon. Ist mir doch egal. Versteht ihr das, was ich meine? Mir ist es völlig egal, was die noch machen. Ich habe nur noch ein Ziel. Es gibt ein Ziel. Fertig. Ja? Wenn die, es ist, ich diskutiere nicht, aber komischerweise bei uns in der Gegend muss ich eh nicht diskutieren. Da läuft der Laden. Ne? Genauso muss es überall auch sein, dass man positiviert, dass man die Angst nimmt und dass man sagt, pass auf, wir können das so regeln oder so regeln. Alles in Ordnung. So. Fertig. Und die Leute müssen einfach lernen, dass sie die Angst verlieren und dass sie sich nicht mehr verrückt machen. Das ist das Wichtige. Diese ganze Telegram-Wahnsinn, diese Massen an Botschaften, die braucht doch kein Mensch mehr, diese ganzen Negativbotschaften. Ich meine, Tim Kellner fährt sich auch gerade so ein tolles, lustiges Karussell. Zum Schluss immer gesagt, er kauft meinen Shop leer. Die denken nur an Kohle, die sind doch alle bescheuert. Für mich sind die alle auf irgendeiner vergangenen Scholle schon unterwegs. Die sind schon, weißt du was, Tim Kellner kann man mal schwarz-weiß drehen. Das ist gut. So strichen sie aus der 20er Jahre. Das ist alles schon alt, Mann. Das ist doch langweilig. Obwohl, es ist lustig. Wir amüsieren uns manchmal. Ich guck mal an, wie, was die für Vertreter von der Bundesregierung haben. Ich sage, okay, das letzte Besteck, alles gut. Na, aber das war's schon. Mehr brauchen wir dazu auch nicht mehr wissen. Und dass die diese ganze Medienpropaganda, die die bringen, das ist doch nur Propaganda. Ihr seht nur Propaganda. Man sieht nur noch Propaganda. Also es hat nichts mit einer sachlichen Berichterstattung mehr zu tun, so gut wie gar nicht. Das, die Medien haben so ihr Gesicht verloren. Die sind so im Arsch, auf Deutsch gesagt. Das kann man sich nicht mehr vorstellen. Die sind total kaputt. Wer soll denen noch was glauben? Das sind ja nur noch Sprachrohre der Geheimdienste oder der Logen, also irgendwelche Interessenverbände, das sabbeln sie vor sich hin von ihren Telepointern. Also die sind so lächerlich, das kann man sich nicht vorstellen. Also für mich sind die, ich würde heute kein Medieninterview mehr geben, es wäre mir zu abartig, mit denen überhaupt zu reden, was heißt, unter meiner Würde, bitte. Ja, okay, gut, jetzt fangen wir mal an. Christoph Satire. Ich wollte mal fragen, wie siehst du das? Ja, also Minderheitenschutz, ich bin mal reingeguckt, aber noch nicht im Detail.
Das ist ja viel, viel Arbeit, das nachzuschauen im Detail. Ihr habt das schon sehr gut vorgearbeitet, das muss ich ehrlich sagen. Und das eigentliche Ziel ist ein Weg. Und Minderheitenschutz ist ja ein ganz anderer Weg. Da müssen wir diesen Weg hier ändern. Nicht? Nö, muss man nicht. Das ist derselbe Weg. Das ist nur eine andere. Du musst bedenken, das ist eine andere Pflasterung des Weges. Ja, den Nachweis kann ich erbringen demnächst, aber ich bin noch dran. Nur, es ist halt ein Zeitaufwand, nicht? Und ich denke auch, dass der Minderheitenschutz, wir haben ja vom Staatenlos, vom Infoverein die kompletten Denazifizierungswillensbekundungen. Da könnte man ja erstmal drüber gehen, ob die Menschen mitmachen wollen. Das ist die eine Position, das ist eine Zusatzposition. Lieber Christoph, wichtig ist, dass die Leute sich jetzt auf diese Nummer stellen, ihre Papiere zu sortieren. Das ist das Wichtige. Und du hast da alle, du hast die Zeit, du machst das in Ruhe, wie du das verrichtest, wie es dir dein Herz befiehlt. Und du musst dich informieren. Also lesen kann dir nun keiner abnehmen, das geht leider nicht. Du kannst die Dokumente auch ausdrucken. Also Kopiepaste oder was weiß ich, was du machst, oder diese PDFs. Du musst nicht die Gesetzbücher lesen. Komm nicht auf die Idee und druck dir jetzt bitte das alles aus. Das geht gar nicht. Das ist nicht machbar. Das ist unsinnig, ja. Sondern nur die Texte und dann die gesetzlichen Verweise. Und wenn du dir denn doch die UN-Regeln da durchliest, dann denkst du, meine Güte, was hat der Rüdiger denn da? Was ist denn das für eine tolle Nummer, ja? Das ist also kein kleines Frühstück und kein Kindergeburtstag. Guck dir das mal in Ruhe an. Das haben die übrigens geschaffen, um schön hier so wegzuintegrieren. Das ist nicht für uns gedacht. Aber wir nehmen uns das jetzt mal. Das ist nicht für die Deutschen gedacht gewesen. Schön, ne? Also ja. Irgendwie müssen wir auch eine Lösung haben für die Minderheit, die da überbleibt, aus meiner Sicht. Und vielleicht war das auch dementsprechend so eingerichtet worden. Wir werden es sehen. Wir werden es sehen, wie es sich entwickelt, lieber Christoph. Aber das ist jetzt erstmal das A und O. Guck dir das mal in Ruhe durch. Ja, das ist jetzt auch die Zeit der Rauhnächte, ganz gut darüber zu reflektieren, sich auch mal die Filme anzugucken, die auf Staatenlos Info da veröffentlicht sind. Ja, so ist auch auf Heimatschutzbewegung drauf. Schau dir das mal an, nicht, dass du denkst, das ist irgendwelchen Papplapapp. Da guck dir mal an, wie der Laden wirklich läuft. Und dann weißt du Bescheid, was wir damit einmal ausgefuchtelt haben. Denn ich habe lange darüber, ich war schon fast verzweifelt. Die helfen nicht, die helfen nicht. Wo kommen wir denn an die ran? Gar nicht, ne? Siehst du? Und jetzt kommen wir aber an die ran. Wir brauchen jetzt nur noch einen Satz Anwälte. Vernünftige. Die ein bisschen weiterdenken natürlich. Die auch wissen, dass sie ihre Frauen, ihre Kinder zu retten haben. Die wissen, dass sie ihre eigene Leben zu retten haben, ne? Also nicht diese Spring ins Feld, sondern wir brauchen die Vernünftigen. So, da brauche ich jede Menge Unterstützung, da brauche ich Infos, wo sitzt einer? Ganz einfach. Ja, lieber Christoph, dann danke ich dir erstmal. Du auch danke für deine tolle Arbeit und so weiter. Na, du bist super. Vielleicht noch kurz zur Ergänzung. Also wenn ich bei Bessow Rüdiger Hoffmann, da ist ja seit dem 12. Dezember nichts mehr passiert. Wenn ich da irgendwas zu beitragen kann, mache ich das gerne. Also Videos einstellen, war das ja in voller Version. Das kann ich übernehmen, da müsst ihr mir nur die Berechtigung geben. Hast du. Du kannst weitermachen wie bisher. Volles Programm. Du hast es sehr gut gemacht. Du hast gute Schnipsel gemacht. Du hast das einfach nur gut gemacht. Fertig. Lieber Rüdiger, ich glaube, dass es nicht Christoph ist, dass er die, also diesen Telegram Chat. Bitte? Nochmal, ich komme gar nicht mit. Nochmal. So, Akai. Christoph, du betreibst nicht den Telegram-Kanal Rüdigers Top. Nee, wie hieß das? Best of Rüdiger Hoffmann. Das ist, glaube ich, nicht von Christoph. Hat er, glaube ich, habe ich so herausgehört. Christoph, mach mal deinen Lautsprecher an. Ja, das ist nicht von mir, das stimmt. Und deswegen konnte ich da auch keine Beiträge jetzt posten oder irgendwas machen. Also jetzt habe ich verstanden. Gut. Gut, dann habe ich das jetzt verstanden. In Ordnung. Danke, Akai, für die Aufklärung. In Ordnung, Christoph. Alles gut? Na, dann wissen wir da Bescheid. Dann ist derjenige mal aufgefordert, falls er das mitbekommt, Best auf Rüdiger Hoffmann. Der hat ganz gute Arbeit gemacht und das wäre ja ganz toll, wenn er sie weitermacht. Gut, dann kann ich das.
Und Christoph Satire macht auch gute Arbeit und macht sie auch weiter, was er macht, was er kann. Das ist normal. Ne? Alles klar, Christoph? Super. So, jetzt nehmen wir mal den Frank Schneider. Hallo, lieber Frank. Ich sag das so, ne? Hallo, ihr Lieben. Ich mache jetzt mal Mikrofon an. Ja. Wichtig ist, dass wir jetzt alle zusammenkommen, die sich bewusst darüber sind, wo sie herstammen, wie du schon so gut gesagt hast. Du hast das meiste ja schon gesagt. Sehr gut. Es geht darum, sich genau zu belesen, sich zu informieren über die Geschichte, über die eigene Geschichte, wo man herstammt, um das Richtige jetzt zu tun für die, die noch übrig sind. Ja. Es sind zwar noch einige, wir können sie nicht momentan nicht zählen, doch ich hoffe, dass immer mehr jetzt zu klarem Verstand kommen, klar im Verstand, so wie im Herzen, und jetzt das Richtige tun für sich und ihre Familien. Darum geht es. Und nicht mehr über Corona diskutieren und die ganzen Dinge. Wir wissen, mittlerweile kommen die Dinge auch raus in der Welt, worum es geht. Die Wahrheit kommt immer ans Licht. Lügen haben kurze Beine. Das ist so ein guter Spruch, ne? Und es geht darum, sich jetzt bewusst, wirklich bewusst zu werden, vor allem im Herzen, woher komme ich und wohin will ich in die Zukunft. Und da haben wir ein klares Programm, lieber Frank. Das ist das Heimat- und Friedensprogramm. Das ist nur ein bisschen mehr als Minderheitenschutz. Das sind 380 Seiten. Da kann Christoph Satire sie auch noch reinziehen. Ne? Also das empfehle ich euch. Beginnt natürlich mit einer Analyse und eine Ursachenanalyse. Und die ist ja umfangreich. Und dann kommt die Programmierung. Was wollen wir eigentlich? Was wollen wir? Und da steht da alles drin. Ja, und dieses Heimat- und Friedensprogramm beinhaltet ein komplexes Reformprogramm. Da wird alles so gut wie angesprochen, was es geht. Und wenn irgendjemand noch eine Idee hat, was noch fehlen könnte, freue ich mich sehr über eine Ergänzung oder einen Hinweis. Alles in Ordnung, ja. Das Ding lebt, das ist kein starres Programm in der Beziehung, ja, dass man da reingeht. Und das ist wichtig, das kann ich immer nur mal sagen. Was hast du da für ein Buch in der Hand, Christoph? Moment mal, Chronik, halt mal ordentlich rein, der Familie, ja, okay, ja, super, okay. Na Frank, ne? Wie schon Rüdiger ganz so gut gesagt hat, guckt es euch an, das Heimat- und Friedensprogramm, das ist der Weg in unsere Freiheit, in unsere Einigkeit und ein vernünftiges Miteinander in unseren Stämmen, denn wir sind Stammesangehörige, ich zeige nochmal auch mein Familienstammbuch, ne, Stammbuch der Familie, und da sollten sich jetzt möglichst alles drum kümmern, um die eigenen Unterlagen, wie auch schon so gut gesagt wurde. Tut es, macht es. Es ist für euch, für uns alle. Und dass wir uns dann zusammenfinden, endlich. Mehr, je mehr, desto besser. Und dann wird auch denen, die da immer noch auf der falschen Seite sind oder auf der schlechten Seite, manche sagen, was auch immer, was auf einer Seite, die auch immer sich bewegen mögen. Wir sind auf der richtigen Seite, auf dem Wege Gottes. Und das ist der richtige Weg. Ja, und ich kann ergänzen, dass es sehr wichtig ist, zu verstehen, dass der Tag kommt, so sehe ich das, dass denn die Anträge gestellt werden. Also man beantragt dann seine Angehörigkeit zur Minderheit. So läuft das. Und das wird dann vom Stammesrat, der sich dann gebildet hat oder da ist, entsprechend nach den Prämissen, die dort sind, die nach dem Rechtssystem entschieden. Ja, das wird dann beschlossen und entschieden, ganz einfach so in dieser Art und Weise, ganz grob gesagt. Später wird das natürlich ein Verwaltungsverfahren sein. So, und dann wird man dann Teil der Minderheit sein. Und für diese Antragsverfahren braucht man die Papiere, natürlich die Nachweise, ist wie beim gelben Schein. Wenn ihr zum Beispiel bei der Bundesrepublik Deutschland den Staatsangehörigkeitsausweis der BRD bestellt, kriegt ihr da so eine Antragsformulare, die müsst ihr ausfüllen und dann wird das bestellt, das Ding. So, und die BRD sagte noch, ja, bei berechtigtem Interesse, ne, ist klar, das berechtigte Interesse, was kann die BRD in ihrer Geschäftsordnung festlegen und wir haben die unsere Ordnungssystematik, nämlich wenn wir soweit sind, ist die Verfassung da und da läuft das nach dem Verfassungsfundament der Verfassung, ne? Nicht Grundsätze, das sind nicht mehr ein Seerecht, sondern dann läuft es nach diesem Fundament und da sind dann diese Sachen müssen dann entsprechend beigefügt werden. So, und dann kann jeder dran teilhaben, der dann dieses nachweisen kann. Deswegen habe ich gesagt, Papiere sortieren, der Zeitpunkt kommt, früher oder später. Und dann habe ich gesagt, so sinnbildlich, wenn das Horn erschallt, bitteschön, ganz einfach, dann heißt es, Finger ziehen. Genau. Jetzt nochmal. Ne? Und
egal wo welcher Deutsche wohnt,